Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet auf meinem Kanal. Wenn euch interessiert, worum es heute geht in meiner Werkstatt, bleibt dran, nach dem Intro geht's sofort los. Bis gleich. Worum soll es gehen heute? Wenn man mal den Blick nach draußen schweifen lässt, da ist dicke Herbst, es ist kalt, es ist nass. Draußen findet nichts mehr statt, nur noch das Allernötigste. Deswegen natürlich ein neues Projekt in der Werkstatt. Und Weihnachten ist nicht mehr weit. Ihr wisst selber, im Supermarkt gibt es schon Spekulatius, Glühwein, den ganzen Kram. Und auch ich überlege mir natürlich, was könnte ich dieses Jahr machen zu Weihnachten? Wem könnte ich eine Freude machen und womit? Und da bin ich so ein bisschen über meine eigene Vergangenheit gestolpert. Hat mich meine Frau auch darauf aufmerksam gemacht, was ich früher nie gehabt habe. Und das ist mir jetzt eigentlich so richtig bewusst geworden. Eine Ritterburg. Ich habe früher alles Mögliche gemacht, gespielt und ich hatte nie eine eigene Ritterburg. Und darum soll es heute gehen. Ich will jetzt eine Ritterburg bauen und dann schauen wir mal, was am Ende damit passiert. Natürlich wie immer, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, habe mir ein paar Bilder, Anregungen im Internet gesucht und da gibt es ein paar schöne Vorlagen, da gibt es ein paar nicht so schöne Vorlagen. Ja, wie das so meistens ist, man setzt sich selber hin, ein Stück Papier, einen Stift und habe ich auch schon mal angefangen und zeige ich euch gleich mal. Dann machen wir erstmal die Tafel sauber hier von dem letzten Projekt. Das sind nämlich noch die Mülltonnenboxen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mir das jetzt folgendermaßen vorgestellt. Ich habe mir den Turm beispielhaft hier schon mal auf Millimeterpapier aufgezeichnet, um einfach schon mal ein paar Maße abgreifen zu können. Damit fange ich mal an und schaue, wo ich dann am Ende auskomme. Also so richtig weiß ich selber noch nicht, wie das am Ende wird. Auf der Basis fange ich einfach mal an und dann müssen wir schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. So ganz weiß ich noch nicht, wie es am Ende aussehen soll. Ich habe mir nur vorgenommen, es sollen ein paar Türme dabei sein. Es soll auf jeden Fall eine Zugbrücke haben. Jede gute Ritterburg hat eine Zugbrücke, Freunde. Und ja, ich bin schon total gespannt. Ich habe ein paar Stückzahlen aufgeschrieben mit den Maßen und werde das mal über die Säge jagen. Eine Menge Reststücke habe ich hier liegen. Ein bisschen was dazu gekauft habe ich auch. Meine Säge kennt ihr ja soweit. Da müsst ihr erstmal nicht bei sein. So, liebe Leute, ich bin ein bisschen fleißig gewesen in der Zwischenzeit. Habe mir ja mal so ein Maßblatt gemacht mit wichtigen Bauteilen. Und wie ich mir die von der Größenordnung vorstellen könnte, mit einer hochgerechneten Stückzahl dahinter, also entsprechend, was ich an Türmen brauche, was ich an Mauern brauche und so weiter und so fort. Da sind wir natürlich überall noch so ein bisschen in der Findungsphase, weil, wann baue ich mal eine Ritterburg, ne? Geht euch sicher genauso. Nur denn, ich habe auf jeden Fall schon eine Menge Teile gesägt hier. Die habe ich hier schon mal als Rohmaterial jetzt hier liegen. Das sind im Grunde hier so Wandteile für die Türme zum Beispiel. Die mache ich jetzt weiter. Ich habe zum Beispiel hier so Seitenteile, wo oben und unten über zu Fenster reinkommen sollen. Da gehe ich mit dem Nutenfräser rein. Genauso auch mit der Turmspitze. Hier sollen so Zinken eingebracht werden, um so Schießscharten zu simulieren. Hier unten so eine kleine Verzierung. Mal gucken, wie ich da vorankomme. Und ja, so sieht's aus. Also wenn ihr wollt, bleibt dran, begleitet mich. Wir machen jetzt so ein wildes Potpourri, schneide ich ein bisschen was zusammen, um euch bei den wichtigsten Szenen und den wichtigsten Schritten teilhaben zu lassen. Wieder lustiges Kästchen bauen. Im Grunde wie bei den Aufbewahrungsboxen
4 Stück aneinander. Schauen, dass sie schön gerade liegen. Ein Klebeband drüber. Abreißen, festdrücken, umdrehen, der ganze Kleber drauf. Okay. Jetzt klappt man die zusammen. Schauen, dass sie schön hier bündig sitzen. Am besten legen wir sie mal so hin. Ecke auf Ecke. Und dann spannen wir den feste um hier. Drücken ihn an. So, fertig. Machen wir direkt den Rahmen. Machen wir direkt die Spitze für den Torbogen. Mal ganz gut aus. Ne? So, jetzt haben wir natürlich die Elemente auch noch. Da wollen wir jetzt die Türme draus bauen. Die werden so zusammengesetzt. Der vierte dagegen. So, so verleihen wir den. Aber die machen wir ähnlich wie die Kästen. Wir legen die auch hier an die Leiste an. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, aber was spricht dagegen? Also ich finde, das müsste eigentlich, das sollte eigentlich hinhauen. Also wir versuchen das auf jeden Fall so. Auch hier jetzt Finger drüber. Machen wir an der Stelle aber, machen wir an der Stelle aber zwei. Umdrehen. Leim drauf. Auch hier jetzt packen wir das so zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Und gucken, dass die auch schön. Gucken, dass die schön in einer Ebene zusammengesetzt sind. Das passt soweit hier. Super. Das sieht auch gut aus. Lassen wir. Können wir jetzt auch schon den Deckel hier oben drauf kleben. Der ist im Grunde nur so als Plateau gedacht. Die zweite Schräge eine kleine Vorrichtung gebaut hier. Die lege ich mir hier an den Anschlag, lege dann die Teile hier an den Anschlag. Mit dem Niederhalter kann ich das klemmen. Hat es noch ein bisschen entgraten. Jetzt mal hier die Seitenteile dran, jeweils links und rechts. Nichts Wildes, gesägt sind sie schon, bisschen Leim drauf. Ich habe mir dafür extra das Streichmaß eingestellt. So einigermaßen mittig platzieren. Und die mittig, ja, das passt soweit. Super. Das hält soweit erstmal. Als nächstes können wir hier die beiden Mauerstützelemente, das sind diese hier, die hatte ich ja schon passend gesägt, hier hinstellen, um sowohl der Mauer beim Stehen mehr Stabilität zu geben, als auch einen massiveren Aufbau zu simulieren. Das sieht schon sehr wuchtig aus, wenn diese beiden Mauervorsprünge hier an den Außenwänden dran sind. Auch dazu nehmen wir wieder die Leiste hier, können das schön bündig legen, damit die nachher auch weder überstehen hier, das wäre blöd, dann würden sie kippeln, noch zu hoch sind. Soll reichen. Machen wir das mit den anderen auch noch geschwind. Es geht voran, wenn auch mit kleinen Schritten, aber immerhin. Ihr kennt ja alle das Sprichwort, gut Ding braucht Weile. Und es soll ja ordentlich werden nachher. Bei der Gelegenheit habt ihr alle schon meinen Kanal abonniert. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet.
Und dann auch nicht vergessen, die Glocke anzumachen, so verpasst ihr nichts, wenn es wieder was Neues gibt oder was Aktuelles oder sonstige neue Projekte. Ihr findet mich darüber hinaus auch bei Instagram, Facebook und Pinterest. Eines der spannendsten Teile, die wir hier für unsere Burg bauen müssen, ist natürlich ganz klar das große Eingangstor, wo ich mir fest vorgenommen habe, da muss auch eine Zugbrücke dran. Jede ordentliche Ritterburg hat auch eine Zugbrücke. Bevor wir das aber jetzt hier zusammenbauen, möchte ich hier natürlich die Aussparung für das große Tor einbringen. Überleg schon, wie wir das am besten machen. Am besten mit einem Kreisschneider und dann hier die Kanten schön aussägen. Ich war jetzt fleißig, habe ein bisschen gesägt. Nicht wundern, hier habe ich noch zwei Leisten aufgeleimt. Und so muss das in etwa gleich hier reinpassen. Der hier rein, das passt wunderbar. Das verleimen wir jetzt noch. Einmal, zweimal, dreimal, dann mache ich immer noch einen Kleber oben drüber. Aber dann Hauptarbeit passt dann. Jetzt stülpen wir das einfach hier rein. So. In der Hoffnung, dass das noch passt. Ne? Jetzt kommt noch die Wand hier rein. Die brauchen wir. Die wird ein bisschen mit Abstand hier eingesetzt. Hintergrund ist, da läuft nachher das Tor rauf und runter drin. Deswegen, ich brauche da einen gewissen Hohlraum. Der Rahmen ist hier, wie gesagt, jetzt nur zur Hilfe, zur Unterstützung, damit ich sicherstelle, damit das Grundgerüst nachher super sich mit dem Rahmen zusammensetzen lässt. Lassen wir trocknen, für heute ist Feierabend. Für das große Tor hatte ich hier oben eine Deckplatte gemacht, in die ich eine Nut eingebracht habe. Das kommt dann genau hier so zum Liegen, weil ich hatte ja hier auch eine Zwischenwand eingezogen und in dieser Zwischenwand läuft dann nachher das große Gitter, was man rauf und runter lassen kann. Und damit man da von oben dran kommt, das hochnehmen kann, habe ich halt die Nut hier reingefräst. Das leimen wir jetzt hier drauf fest und gleichzeitig auch den Kranz hier vom Turm. Kam jetzt, glaube ich, so drauf. Mal schnell das Streichmaß einstellen. So, manchmal ist das ja wie verrückt. Ne? Ich habe tatsächlich ein Stück Holz gefunden. Das passt da rein. Das passt genau da rein, Leute. Super. Können wir hier schon mal eine Zwinge vorne hinten drauf machen. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal einen Moment antrocknen. Jetzt verleihen wir das Haupthaus, beziehungsweise erstmal die Wände dazu. Die hatte ich auch schon vorbereitet. Das machen wir wie auch die Türme und das Tor. Schön an eine gerade Kante hier anlegen. Nicht wundern über die alten Zwingen. Die Wolfkraft-Zwingen sind alle im Einsatz. Die halten gerade andere Bauteile. Aber gut, wenn man auch für solche Zwecke noch so Sachen hat, ne? Die lege ich mir jetzt hier schön passend an. Umschmeißen. Ja, das passt. Jetzt kommt wieder der spannende Moment. Langsam vorsichtig zusammenklappen. Das Dach, das kommt in etwa so drauf hier. So
Gucken wir das hier drauf. Und dann kommt hier vorne noch so ein schönes Element, so mit ein paar Verzierungen. Der Rückseite auch. Das werden die beiden Giebelstücke fürs Wohnhaus. Die Auskantung hier, die mache ich jetzt nochmal mit der Laubsäge, weil Bandsäge ist ja nicht. Aber ich denke, das ist nicht viel, ist auch schnell passiert. Können wir also die Giebelspitze jetzt montieren hier. Fertig ausgesägt ist sie. Ich habe mir hier schon vorher so einen leichten Strich gezogen, 15 mm von der Oberkante. So wird das dann befestigt. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, die Ritterburg soll auf jeden Fall eine Zugbrücke bekommen. Gehört für mich unmissverständlich dazu. Die soll natürlich auch so ein bisschen Funktionalität mitbringen. Das heißt, die soll auch wirklich auf- und zugehen können. Und da lasse ich mir jetzt mal was einfallen. Das ist das Tor hier. Hier vorne wird die Brücke praktisch angebracht, beziehungsweise das Tor, was dann heruntergelassen werden kann. Und dann muss man schauen, dass ich da jetzt mal auf einen geraden Weg komme. So, das soll jetzt hier die Zugbrücke werden und hier werden links und rechts jeweils Ketten eingesetzt, mit der die Brücke hochgezogen wird. Habe ich mir auch schon was besorgt hier. Das sind so Ketten, feinmaschige Ketten, 6 mm haben die. Und da habe ich jetzt hier eine Bohrung eingebracht, damit das erste Glied hier so ein bisschen eingesetzt wird. Und dann versuche ich hier von der Seite quer mit so einem, kann man den sehen, mit so einem Nagel, die irgendwie zu sichern. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Doch, das funktioniert. Ich bin begeistert. Astrein. Im Zuge der Zugbrücke und der Kettenmechanik habe ich hier jetzt noch nachträglich zwei Langlöcher reinmachen müssen, damit die Kette da sauber durchlaufen kann nachher. Gerade habe ich euch ja gezeigt, wie ich die Kette hier befestigt habe. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich sowohl links als auch rechts eine Schraube reingemacht, die 5 mm überstehen lassen. Da werde ich diese Elemente hier gleich an der Wand festmachen hier hinten und da wird das dann zu liegen kommen. Um diese Achse kann nachher das Tor schwenken. Im Fall von der Zugbrücke werde ich diese simulierten Mauerverstärkungen, diese Vorsprünge hier nicht verkleben. Denn wenn ich irgendwann nochmal an die Mechanik dran muss von dem Tor, dann gute Nacht. Also, die werde ich verschrauben, habe hier extra zwei Befestigungsbohrungen gesetzt und auch versenkt, sodass die Schrauben nachher auch, ja zumindest, man fühlt sie nicht mehr. Aber das ist mir sicherer, dann komme ich halt nochmal dran, wenn was sein sollte. Ich habe mir jetzt hier unten, damit ich auch wirklich hier sicher sein kann, dass ich hier bündig bin mit dem Boden, ein Holz geklemmt mit Hilfe einer Zwinge. Das Streichmaß habe ich hier eingestellt auf 11 mm vom Rand. Hier kann man sehr schön die Schraube als Drehachse sehen. Ich setze das Ding jetzt wieder auch da drauf. Dann können wir ja mal den ersten Test wagen. Damit man die Zugbrücke nachher sauber hochkurbeln kann, habe ich mir vorgenommen, da eine kleine Spindel einzubauen mit einem kleinen Handrad, wo man die Kette aufrollen kann. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet hier, das ist einfach der Rundstab hier, 8er Buchenholz, habe ich hier eine Schraube mit eingeschraubt als Anschlag, damit der hinten hier aus der Bohrung nicht rausrutscht nachher. Genauso habe ich auch schon hier ein so kleines Handrad gemacht, mit so einem kleinen Knubbel hier zum Drehen. Hier ist noch so ein Distanzstück, das brauche ich, weil ich hier über die Kante drüber kommen muss mit dem Handrad. Ja, da muss ich mir noch überlegen, wie ich die Kette da innen drin festmache. Aber das versuche ich jetzt mal zu verwursten. Da würde ich am besten irgendwie aufleimen oder so. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich am saubersten, damit das noch nicht mitdreht. So, mal sehen, ob ich das so drauf kriege hier. Das sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das Ding ist eckig, ist aber nicht so schlimm. Das ist einfach nur so ein Abstandhalter für dahinter.
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich die Kette innen an der Welle festmache. So, das ist jetzt der Aufbau hier. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen, so wie ich die Kamera jetzt positioniert habe. Ich packe jetzt mal die Handkurbel in die Seite rein. So, die Kette muss aber dann da drunter. Da genauso. So, jetzt müsste ich irgendwie es schaffen, die Schrauben da unten reinzudrehen. So Leute, könnt ihr das sehen? Nach unzähligen Versuchen und dreimal fast Finger abbrechen, habe ich es jetzt geschafft, die Schrauben da unten mit den Kettengliedern an der Welle zu befestigen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal einen Versuch, drehen das Ganze dringend um und gucken, ob die Kette läuft, beziehungsweise ob die sich ordentlich aufwickelt. Hinter der Zugbrücke soll es noch so ein Gitter geben, was aus senkrechten Pfählen als auch waagerechten Traghölzern besteht. Das muss natürlich auch irgendwie zum Gesamterscheinungsbild passen, also natürlich in der Miniaturbauweise. Ich habe hier ein paar Rundhölzer besorgt, 8 mm, die spitze ich unten einfach ein bisschen an mit einem Bleistiftspitzer hier. Und jetzt fange ich gerade an, die ersten Bohrungen einzubringen, 5 Stück an der Zahl, damit ich hier die Querstäbe hier mit den senkrechten verbinden kann. Gebohrt ist alles. Ich habe das auch schon mit diesen Holzstäben hier verbunden. Hier habe ich mir so kleine, der sitzt natürlich falsch rum drin, habe mir so kleine Abstandshölzer gesägt, genau in dem Maß der Zwischenräume, damit die auch einen gleichmäßigen Stich haben. Tatsächlich habe ich es geschafft, da irgendwie Leim drauf zu packen. Die Hölzchen lasse ich dazwischen. Ich lasse das mal so trocknen, bin aufs Ergebnis gespannt und dann sehen wir es wieder. Jede ordentliche Burg hat natürlich auch einen Fahnenmast mit einer ordentlichen Fahne oder einer Flagge. Habe ich jetzt hier doppelt ausgedruckt. Dazu haben wir jetzt hier noch einen Fahnenmast in der Länge. Einfach einen Rundstab. Da stecke ich dann jetzt oben rein. Unsere Fahne. Die Fahne bekommt jetzt ihren Platz hier oben auf dem Turm. Möglichst nicht in der Mitte, weil wenn ich hier mit Figuren arbeite, das möchte ich ja, beziehungsweise ist die Burg dafür auch gedacht, dass man damit spielt. Sollte man wenigstens irgendwo in den Außenbereich gehen hier. Und da verbleibt dann noch ein genügend Restplatz auf der Turmfläche. Ja Leute, was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist ein ordentlicher Name. Jede Burg, jedes Schloss hat einen Namen. Ich denke da nur an die ganz großen Gemäuer, die berühmten Dinge. Was liegt bei mir näher? Ich nehme meinen Kanalnamen. PS Werkstatt. Und jetzt kommt der Klopper. Ich habe einen Kollegen, der hat einen CO2-Laser zu Hause. Der hat mir das Logo auf ein Stück Sperrholz gebrannt, hätte ich fast gesagt. So sieht das aus. Könnt ihr das sehen? Ich finde das einfach total genial. Das werde ich irgendwie oberhalb der Zugbrücke befestigen, montieren, kleben. Ich weiß es noch nicht. Macht sich bestimmt super klasse. Erstmal herzlichen Dank für das Logo. Für mich einer der letzten Schritte hier. Die Wandelemente müssen hier noch mit einem schrägen Schnitt versehen werden. Da das so eine relativ wackelige Angelegenheit ist, weil ich müsste mir die ja so über den Tisch schieben hier mit dem schräg gestellten Sägeblatt, habe ich mir da eine Vorrichtung gebaut. Eigentlich ganz simpel. Die sieht so aus hier. Vom Profil kann man das ja so sehen. Da lege ich die Teile so ein hier und kann jetzt hier schön den Schnitt durchführen. Das heißt, ich habe hier eine saubere Auflage geschaffen, dass das nicht kippeln kann. Die Winkel an den Mauerteilen sind soweit alle gesägt und hier habe ich 2 Stück verleimen müssen, weil die sind sowieso untrennbar, jeweils mit 22,5 Grad der Winkel hier. Und ich würde sagen, wir fangen mal an aufzubauen und da zeige ich euch ein Zwischenergebnis. Wir fangen an mit dem Haupthaus. Hier habe ich auf der Rückseite noch ein paar Stützpfeiler angeleimt. Auch habe ich eine kleine Treppe gemacht mit so einer Brüstung hier. Das Haupttor kommt in etwa hier vorne so da hin platziert. So, jetzt muss ich mal schauen. Die Mauerteile habe ich mir extra nummeriert. Hier ist die Nummer 1, weil die halt alle unterschiedlich aussehen. Der kommt hier hin. Dann kommt hier der erste Turm hin.
Hier kommt nochmal eine Wand hin. Dann kommt hier das doppelt verleimte Stück. Das kommt hier vorne hin. Hier der Turm auf 45 Grad. Und wir schließen hier hinten mit der Mauer ab. Dann habe ich jetzt noch nebenbei zwei Leitern hier geleimt. Damit kann man dann super hier die Brüstung erreichen, hier und hier. Die wird jetzt noch geölt, damit die schön ansehnlich ist, damit die auch ein bisschen schmutzunempfindlich ist. Und dann ist die fertig. Kaum zu glauben. Ja Leute, ich habe jetzt echt lange überlegt, ob ich das Holz jetzt mit Öl behandle oder ob ich da vielleicht Farbe nehme oder Lasur. Und irgendwie, ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht, die schöne Struktur mit einer Farbe zu überdecken. Also da kommt für mich Öl drauf. Ganz normales Leinöl hier. Und jetzt machen wir mal mit dem Pinsel. Ich denke, da sind so viele Ecken und Kanten, das geht vielleicht einfacher und besser. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Das sind ja schon einige Teile, die wir machen müssen. Aber da wird sich am Ergebnis nachher bestimmt zeigen. Das Ganze habe ich jetzt so konzipiert, dass es auf den Maßstab der Playmobil-Baureihe passt. Also für den, der es interessiert oder wer es wissen will, Playmobil passt da super genial drauf. Zeige ich euch später noch was zu, aber das schon mal am Rande. Ja, was mich jetzt schon die ganze Zeit eigentlich beschäftigt, wenn die Burg jetzt fertig ist, was mache ich damit? Klar. Das ist natürlich ein Familienkindheitstraum gewesen. Ich habe nie eine Ritterburg gehabt, aber jetzt habe ich sie. Aber ich spiele ja nicht mehr mit einer Ritterburg, Leute. Und ja, soll ich sie verschenken? Freut sich ein Kindergarten drüber über eine Spende? Vielleicht verkaufe ich sie auch einfach. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich damit machen kann. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und wer weiß, vielleicht steht die auch demnächst bei einem von euch zu Hause im Kinderzimmer und der kleine Sohnemann freut sich drüber. Liebe Leute, schon wieder ein Projekt fertig. Und was soll ich sagen? Ich beschenke mich quasi selber. Eine eigene Ritterburg habe ich nie gehabt. Aber wie gesagt, überlegt ihr euch auch mal, was kann man damit machen? Wer würde sich am meisten darüber freuen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten lasse ich euch noch ein paar Impressionen durchlaufen, weil ich finde es einfach viel zu schade, um das jetzt zu bauen, in die Ecke zu stellen und gut ist. Ich habe es für den Maßstab der Playmobil-Serie gebaut. Das kann man sehr schön auch anhand der Figuren jetzt sehen. Und ich bin mir sicher, dass bei euch auch irgendwo im Kinderzimmer eine Menge Playmobil-Sachen noch irgendwo schlummern, die man da hier super einsetzen könnte. Also von daher, kommentiert fleißig, schreibt mir rein, was ihr darüber denkt, lasst mir einen Daumen da und auch ein Abo und dann auch die Glocke nicht vergessen. So verpasst ihr nichts, wenn es was Neues bei PS Werkstatt auf dem Kanal gibt. Ich sag, bleibt gesund, schönen Dank fürs Einschalten, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Peter.